Ei, 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 Hisporos, grande! Ja, bei Kies und Kreis im Garten, ja, da war heute was los. All die Menschen sind geschrumpft, doch ihre Schniedel blieben groß. Ja, die Ameisen, die staunten und die Zecken waren empört, weil sie ein riesenschlaffer Ding-Dong beim Höhlenbauen stört. Ja, Kies und Kreis. Nein, nein, okay. Kreis, es geht nicht. Wir können nicht Abraxis Abraxa bezwingen. Ich bin Abraxa, die Große. Aber wir können die Brutmutter, die können wir nicht bezwingen. Wir brauchen das Katana dafür. Kriegen wir das Katana nicht nur, wenn wir uns einen Tanga, einen Jogging-Tanga aus Abraxis ihrer Vorhaut Badekappe machen? Aus Abraxis-Vorhaut? Badekappe ist für mich dasselbe wie Vorhaut. Ich weiß, dass du irgendwie von... Du hast ja gemeint, du hättest vom ehemaligen Bundeskanzler Kohl, hättest du damals die Vorhaut irgendwie stibitzelt, um dir die ultimative Kappe zu machen. Hast du diesen Film gesehen von diesen Podcastern, wo der Typ versucht, aus dem anderen Typen Walross zu machen? Ja. Der war klar, krank, Tusk, oder? Ja, der war Tusk, richtig genau. Ekelhaft. Ich fand den richtig ekelhaft. Ey, also, das war schon irgendwie eklig am Ende. So. Ich fand ihn richtig widerlich. So ja, richtig ja. Gestörter und traurig auch. Ne? So richtig deprimierend. Wie er dann da unten noch sitzt und... Oh, die Mutti! Wo ist die Mutti? Hier hinterm Busch. Doppelmutti! Oh, ey, lass abhauen. Ich geh Richtung Sack. Wow, wir müssen die töten. Wir haben keine andere Wahl. Wieso? Ich geh hier den Strohhalm hoch. Aber Muttergriebschen. Ich bin geflohen. Lag da schon immer ein Baseball? An der Stelle? Oh, Alter, die will mir ihr Laktat spritzen. Die ist immer noch da. Ich bin jetzt hier. Wir müssen jetzt zum Kohlekessel. Zum Kohlekessel? Wo ist denn der eigentlich überhaupt? Kesselhof. Unten beim alten Kohlemeier. Unten beim Kohlemeiler. Unten beim alten Meiler, ey. Von der Meiler. Der holländische Kohlengräber. Alter, Fandemillo, aber jetzt meine Rüstung ist gut, die können mir nix. Muss halt Stich machen, ne? Er will einen guten alten Billy Hawk in den Mund pressen. Ja, aber er ist genauso verschrumpelt wie die Wurst vom Billy Hawk, also. Wo ist denn der Kohlesack? Muss doch hier irgendwie kommen jetzt. Hinten am großen Meiler. Hier ist auch die Gabel. Was ist denn das bei der Gabel? Salz. Das ist doch die alte Gabel von meinem Großvater. Die Gabel. Die Gabel. Das ist doch die Gabel. Die mein Großvaters Gabel, die er in seinem Anus geschmuggelt hat damals. Der hat eigentlich viel im Anus geschmuggelt, ne? Ja. Das war seine Tasche. Der war nicht mein Krieg. Nee. Er hatte einfach nur gerne, er hat sich gerne ausgefüllt gefühlt. Ja, und er hatte gerne die Hände frei. Ja. Ne? Während der Arbeit. Während der Gartenarbeit. Es war schon eigentlich auch ein Naturspiel. Ja, ich bin hier irgendwo da. Nochmal gleich in meine Mutationen reingucken, ob ich mich da irgendwie, ob ich meinen Kindkörper noch ein bisschen. Mein Kindkörper noch ein bisschen ausmutieren kann. Ob ich meinen Kindkörper noch ein bisschen verändern kann. Na, warte mal, wo sind denn hier Status? Mutationen. Wer verfolgt mich denn hier? Ach so. Alter, immer noch diese Flöhe da. Alter! Mantisteröser Fremder. Du hast das Gefühl, dass ein unwahrscheinlicher Verbündeter immer auf dich aufpasst. Was? Oh, was hau ich denn dafür raus? Das ist das Gefühl, von einem alten Mann Mantis beobachtet zu werden. Ich habe das Gefühl, von einem alten Mann Mantistus von hinten beobachtet zu werden. Der versucht, uns in die Unterhose zu ziehen. Irgendwie. Naja, das ist ein registrierter Sexualtäter. Ja. Mantis, deswegen war der da unten eingesperrt. Die Pilze des Nebels. Unbewaffneter Kampf. Ist das nicht eine Fallout-Anspielung? Da gibt's doch auch diesen mysteriösen Fremden. Stimmt, da gibt's einen mysteriösen Fremden. Ich hab den mal reingemacht. Vielleicht kann mein Kindkörper einen Sexualstraftäter beschwören. Vielleicht. Alter, die hottet mich an! Aber die halten auch was aus, ne? Unser Low-Bob-Gear. Alles mitnehmen. Man weiß nie, wann man es braucht. Oh, guck mal hier, Haucherlunge habe ich verbessert. Säure. Säure! Da ist wieder schön einen durchgezogen, der Junge. Guck mal, da oben ist sogar ein Loch im Sack, siehst du das? Den Kohleberg hoch. Ja, du kannst das Entkommen-Loch. Opas altes Fluchtloch. Oder ist in Opas, vielleicht hat Opa im Fluchtloch noch irgendwas versteckt.
In seinem Opa war bekannt dafür. Ja, hat er vieles drin gehabt. So, ich trinke nochmal hier so eine Bandagette. Hau ich mir auch noch drauf. Geh mal kurz hier aufs Fluchtloch. Boah, Alter, das burnt mich aber trotzdem. Da hinten wäre noch Rüstung ein bisschen an, Science. Ja. Ameisenrüstung haben wir, oder? Ja, aber trotzdem, du kriegst richtig eine heiße Lippe. Achtung, ich aktiviere es. Es ist jetzt offiziell aktiviert. Alter, das... Ey, ich brenne immer noch. Das, meine Nüsse erhitzen sich schnell. Hot Nuts. Ich habe richtige Hot Nuts. Ich hab auch Hot Nuts irgendwie. Ah, guck mal, die spucken da drauf, die rotzen da drauf, die Drecksviecher. Nee, vergiss es, Alter, vergiss es. Keine Chance, ich brenne richtig hot. Was mögen die nicht? Minze, ne? Ich glaube. Alter. Nee, ich bin hart am Brutzeln. Ey, was sind das hier für Elektropfeile? Siehst du das? Ist das der Professor oder was? Dr. Lümmel oder wie? Dr. Laxus? Ja. Dr. Professor Laxus. Oh, da hinten ist richtig Party. Wir müssen auf die andere Seite des Sacks. Auf die andere Sackseite. Auf die andere Seite der Sacknaht. Ich hab keine Ausdauer, ich hab keine Ausdauer. Alter, hier! Mantusta! Der Schreckliche! Mantussi, Alter! Hast du es auch drin? Oh, ich hab zwei Mantussis! Was ist hier los? Am Ding ist einer. Am Schwert. Ah, okay, der ist tot. Boah, ich hab wieder keine Ausdauer. Aber Mantusta ist wieder da. Alter, hast du es drin? Das Mantusta-Perk? Ja, ja. Einer ist wieder oben am Schwert. Moment, ich geh hin. Gehst du hin? Okay. Boah, das sind richtig viele. Und ich brutzel hart. Boah, ich konnte nichts werfen. Oh, das war's. Versuch's. Komm schon. Schwert ist fast down. Nein! Oh, ist das mies. Ja, das war's. Ja. Wir müssen es nochmal versuchen. Wir müssen uns heilen. Alter, ich bin abgefackelt. Die haben mich von innen heraus. Ich hatte noch so eine Antenne hinten drin. Du brauchst deine... Guck mal, wir brauchen... Haben wir noch irgendwas um... Haben wir eine Mutation? Gegen Hitze? Weil Hitze war eben das Problem. Ja, ja, Hitze ist das Hauptproblem gewesen. Ah, wenn wir so diese Chili-Bonbons, wenn wir die essen, dann könnten wir Hitzemutationen... Ja, habe ich sogar. Ich habe eine 2 von 2 Hitzemutation. Wo ist denn die? In der vorletzten Reihe, die gefüllt ist. Ganz rechts. Das ist bei mir Mantis Fremder. Scharfe Abwehr. Schärfe fließt wie feurige Lava in deine Adern und schützt dich vor Stich und Schlägen. Nee, Quatsch, das ist was anderes. Ja. Ja. Giftresistenz ist saftig. Hier. Saftig. Aber das war das, was hier, ich durch... Hier, Brutzelschutz. Wo ist das? Frischverteidigung. In derselben Reihe, wo du gerade... Ja, das habe ich auch 2 von 3. Aber ich will Mantis auch drin haben gerne. Ich habe mir das schneller Laufen rausgenommen. Das ist hier drin ja jetzt nicht so wichtig. Alter, das ist aber echt schwer, ne? Das zu kriegen. Ja. Aber Mantis muss mit. Mantis muss mit. Gerade hatten wir Doppelmantis. So, ja, voll geil. Aber es bringt schon was. Also ich brutzel jetzt deutlich langsamer. Ja. Ich glaube, wir müssen eher hier hinten sein. Oder einer vorne, einer hinten. Ich weiß nicht, also hier brutzel ich aber auch durchgehend hoch. Hier ganz hinten nicht mehr. Hier nicht. Hier ist alles cool. Ja. Ich aktiviere es jetzt. Cha-cha-cha, it burns? Was? Es ist aktiviert. Was mögen die nicht? Minze? Minze, glaube ich, fahren die gar nicht drauf ab. Na, hätten wir jetzt mal Haben wir keine Granaten? Wie wechselt man nochmal die Munition? Auf X, ne? L. Nee. L. Es wäre geil, wenn man so frische Granaten hätte. Warum prügelt Mantis ihn nicht?
Alter, der stirbt gar nicht hier. Batz, jetzt. Wow. Aber wie es jetzt schon Schaden hat, ne? Ja, man muss wirklich ganz nah dranbleiben. Ach, weil die spucken da auch irgendwie drauf mit ihrem Säureglörp. Im Glörp, Alter. Au. Ah, da hinten ist wieder einer am Klörpen. Ich habe eine fiese Party gerade am Laufen. Aber die Minzfrische, die haut gut rein. Halbtot mit einem Schuss. Oh, hier ist wieder einer weg. Gibt auch so einen Minzhammer, aber den haben wir auch noch nicht. Nee, ich habe keine Ausdauer. Oh oh. Aber der Brustschutz, der bringt eine Menge. Also ich merke das richtig bei mir. Oh, wow, 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 wow. Ja, der Brustschutz bringt hart. Ja. Bin schon lange nicht mehr so angebrutzelt gewesen. So, der ist down. Heckenschützenmutation habe ich eben entdeckt. Du hast wieder aus dem Busch geschossen. Aus Opas alten Kartuschka-Busch. Kartuschka-Buschka. Boah, 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 boah. Mantis Man. Da ist er. Alter, guck ihn dir an. Er ist schon Mantusa, ne? Ich brutze. Geh weg. Ah, gut. Wir haben es fast geschafft. Da ist er wieder. Komm schon, Mantus Mann. Alter, guck mal, Mantis tankt, Alter. Der tankt richtig. Mit einer der besten Fähigkeiten im Spiel. Ja. Hat Mantis. Ach, so ein Sexualstraftäter in seinem Freundeskreis zu haben, ist schon nützlich. Alter, das Geheimnis wird gleich gemeistert. Da hinten ist noch einer. Zack. Minz ins Auge. Eine Ausdauer. Mag der Schlitzen, mag er nicht, ne? Alter, wir haben's. Das würzige Katana. Das würzige Katana. Wachhund-Mutation entdeckt. Hab ich auch. Das Zeug nehmen wir aber hier mit von den Toten. Ja, klar. Bisschen Larvenarsch können... Haben wir das jetzt automatisch drin? Ja, ne? Ja, wir können das Katana jetzt bauen, glaube ich, ne? Da hinten liegt noch ein bisschen Larven-After. Larv-After. Larv-After. Love-Larv-After. Ich war auf der Love-Larv-After-Festival. Kevin Klein. Love-After. After-Love. Das ist ein Love-After-After-Love. Aber denkst du, das Katana ist schwer zu bauen? Weiß ich nicht. Haben wir nicht... Wo ist denn das Rezept jetzt? Waffen. Zehnagel-Gym. Larvenklinge, aufbrechen, Nahkampf. So, machen wir mal Status. Jetzt mache ich wieder Hitze raus. Hier, würziges Katana. Da brauchst du würzige Batzen, zwei Stück. Brandstifte, Kohlenbrocken und zähe Schmiere. Zähe Schmiere haben wir ohne Ende irgendwo verteilt. Ja, würzige Batzen brauchen wir. Ja, da brauchen wir, müssen wir hier Chili finden und da würzige Batzen rausschmelzen. Alter, was hat die denn? Hör, was ist das denn für eine... Was? Guck mal hier. Das ist eine Hirnkontrollameise. Such dir das mal an. Schnell. Alter. Nee, die ist gestunt. Nein. Die hat da oben was drauf. Guck mal, die hat doch auch einen Firmentitel. Kreis Industry Ameise oder so, was stand doch da. Ferngesteuerte Ameisen. Ja, Kreis Industries Ameisen. Die Legende. Da, noch eine. Was sind die? Die sind voll aggressiv. Haben wir die freigelassen? Nein, die sind ja von deiner Firma da. QC irgendwas stand da. Ja, KC, genau. Kreis Corporation. Kreis Corps. Kreis Corps. Hab ja gehört, ihr habt irgendwie auch ein T-Virus oder so jetzt gerade in der Mache, ne? Ein dicker C-Virus. Looks good from here. Ich hab einen schweren T-Virus in der Hose. Bratter T-Virus.
Minze, Mango mit Wassermelonenjuice. Was schreibt er denn? Bei mir ist so ein Untertitel, wo irgendwas mit einem Experiment von der Mikrowelle steht. Ja, das ist Kreis Industry News, die da geleakt werden. Jetzt neue Mikrowellenexperimente. Guck mal, da hinten ist irgendwie... Wir haben hier diesen Generator aus dieser Mikrowelle ausgebaut und haben ihn einer Ameise auf den Kopf geschraubt. Das klingt halt so richtig nach Industriespaß. Robuster Marmor ist hier hinten. Nehmen wir mit. Immer gut. Bisschen Schmarmor. Kannst du in die geheime Unterwasserbase bringen. Oh, spröde Materialien braucht die Welt. Hä, was ist das denn jetzt? Hä? Ich kam eben da nicht raus. Ich bin irgendwie über den Topf so gegrindet. Hey, woher kommen jetzt diese QRC-Ameisen? Naja, oben bei der Burg, da ist nämlich Schmektor, der Zornige, der sich hat schrumpfen lassen, damit er kleine Schnieblis anfassen kann. Große. Früher waren sie ihm alle zu klein, aber jetzt, wo er geschrumpft ist, hat er nur noch große um sich herum. Er war süchtig, ne, nach Schnieblis. Ja. Er hat mich ja ein bisschen an deinen Wertegang. Die Ambition hat er nur gehabt durch die Schnieblisucht. Bist du auch so ein Schniebli-Fanatiker? Am Ende war es der Großteil der menschlichen Errungenschaften wurde errichtet auf Krieg und Schnieblis. Es ging eigentlich immer um Schniepel, in jedem Krieg. Ja. Was ist eigentlich hier mit diesem Zauberwürfel, wo Red und Yellow und sowas draufsteht und Yes and No, weißt du so dieses, weißt du was ich meine, dieses Hexenspielzeug, was man als Kind immer gebastelt hat. Ach so, ja, boah. Hey, gibt's noch ein paar Geheimnisse, die wir noch nicht gelüftet haben? Aber ja, genau, wir müssen auch in den Termitenbau. Da wartet das nächste große Geheimnis. Ach so, da war ich vorne an der Tür schon mal. Da ist der Termitenkönig drin. Ich hatte mal vorne beim Termitenkönig an der Tür kurz... Geleleckt. An seinem Hintereingang dran kurz rumgeleleckt. Überschlafen. So, Zeug, Zeug. Saure Eier, hier die Schoner brauche ich jetzt im Moment auch nicht. Also Larvenzeug haben wir jetzt erstmal mehr als genug. Wir werden angegriffen. Wieso? Was? Hallo. Ah, hier ist unser Freund. Mantis, Mantusalem. Jakin Mantusalem. Mantudelim. Mantusalem, der Golem. Aus dem Golem, Mantusalem. Klar, das ist ein Golem. Ja. Das ist ein Golem, du. Wir haben echt einen Golem. Home Golem. Home Golem. Home Golem Invasion. Das ist auch ein Filmgenre, ne? Ja. Okay, wir brauchen würzige Batzen. Hast du auch auf Netflix diesen spanischen Film gesehen, wo die Frau einen Anus anstatt einen Mund hat? Nee. Das ist richtig krank, ich habe nur Alter. Ich glaube, es war auch ein spanischer Film, habe ich gesehen, wo ein Mann und eine Frau aufwachen und zusammengenäht sind irgendwie und die ganze Zeit aber Sex haben. Wieso auch immer. Zusammengenähten also Sex. Das ist nichts gegen den Film, den ich gesehen habe. Irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Irgendwas mit, du kannst nicht aus deiner Haut oder so. Du kannst nicht aus deinem Anus. Ey, das ist so ein kranker Film. Und dann soll sie die Geburtstagskerzen auspusten, kannst du dir vorstellen. Ah, da kommt Scheiße anhört. Raus, oder wie? Ja, ja. Wollen wir mal da so Richtung Burg joggen und mal gucken, was uns erwartet? Wir sind ja ausgerüstet. Wir sind relativ gut ausgerüstet. Wir haben Saft in der Hose. Richtung Jurk bocken können. Aber guck mal, diese Würzbatzen, ne? Die macht man doch bestimmt im Ofen. Wie diese anderen mächtigen Batzen. Ja, ja, ja. Aber wir haben noch gar nicht das Rezept dafür. Alter, was ist das denn hier? Ein Autoreifen? Alter. Mit Felge noch, der ist doch noch gut. Der ist noch gut. Der hat sogar noch gut Profil, du. Uiuiui, was ist da drin? Alter, was gibt's im Autoreifen? Ein See. Guck mal, da. Das sind ganz merkwürdige Pflanzen. Da brauchen wir aber erstmal wieder Wasserrüstung, ne? Ist das also, mal so ein richtiges Adventure im Reifen? Vielleicht. Das hier ist eine Werkzeugkiste. Da hinten ist eine bunte Dose mit lecker Süßigkeiten oder sowas. Echt jetzt? Eine Süßigkeit? Das wäre geil. Oder? Guck mal da hinten. Was ist da? Ne, so eine Rakete. Ja. Homeless, was steht da drauf? Eine obdachlosen Rakete. Homeless Rocket. Aha, das sind wieder diese unangenehmen Gesellen.
Hier noch mehr Raketen. Wurmraketen, Wurmloch. Ein Donut. Ein Donut. Echt? Ja, Raketen und ein Donut. Können wir am Donut... Alter, wir können den Donut plöckeln. Ja, könnte ich machen. Hast du einen Plöckler dabei? Ja. Ich glaube, ich habe meine Werkzeuge nicht mit. Oder? Ich weiß gar nicht, ob ich meine Werkzeuge dabei habe. Hier liegen Donutbatzen rum, frischer Donutbrocken. Boah, Alter, der zuckeriert mich. Der Macht des Zuckers, Billy Hawk? Alter, was ist hier los? Ich bin fast tot. Ich auch gleich, Alter. Totaler Angriff von Kleintieren. Wegen dem Zucker. Wegen dem Zucker. Der Zucker verteidigen sie härter. Alter, noch mehr. Los, Mantis, hilf. Alter, Mantis. Mantis regelt. Boah, ja. Loote die auf jeden Fall. Ja, die Feuermassen brauchen wir. Verrottetes Essen, verrottetes Essen. Das meiste davon ist leider verrottet. Wenn man ihren Donut anfasst, sind sie richtig wütend auf einen. Ja, ich merke das. Tannenzapfen, Alter, der Rasenmäher. Ey, wir dürfen uns hier nicht mit denen anlegen, offensichtlich. Oh, Alter! Ich habe 2 Stück frische Donuts. Ich heb die mal auf zum eventuellen Analysieren. Ja. Ich gehe mal eben kurz auf den Schraubendreher und dann rüber hier zum... Alter, hier ist ein Werkzeugschrank, ein kompletter. Das haben wir immer noch nicht gesehen. Wie lange spielen wir jetzt schon dieses Spiel? Guck mal da, das ist alles neu hier. Naja, hier ist nochmal eine ganze Welt. Wo kommt das alles her? Ja, irgendjemand hat hier nochmal richtig Schindluder getrieben, wie man so schön sagt. Soll man da reingehen? Oh, hier gibt's Rost ohne Ende. Alter, ein Rostlager, Junge. Ich bin hier drin, hier sind Muddis. Ja! 15er Schlüssel, du. Oh, sicher. Aber ich sehe halt nichts, es ist so dunkel, aber... Hä? Jetzt sammle ich Rost ein. Ich sehe nicht, hast du eine Leuchte? Nee, ich weiß doch nicht, wie ich hier wieder rauskommen soll. Ich höre irgendwas knurren. Boah, ich habe richtig dick Rost in der Hose. Hier ist auch Rost, hier oben kannst du noch ein bisschen... Notfalls... Na, irgendwo müssen sie ja Farming-Spots haben, so viel Zeug, wie man braucht, ne? Naja, eben. Also ich glaube, hier wohnt eine dicke... Alter, die Spinne Ameisen sind hier immer aggro. Immer. Ja, weil die nicht wollen, weil du an den Zückralli willst. Kann man da hoch? Bist du jetzt in die Mutter reingejumpt, oder was? Ja, aber da war nichts Cooles. Ich bin jetzt gerade hier... Guck mal, hier geht's doch noch weiter hoch, oder nicht? Warst du schon ganz oben? Nee, ich bin runtergefallen. Boah, Alter, hier sind so viele Spinnenweben. Ich habe jetzt schon ein bisschen Angst. Oioioi, was ist das da hinten? Bestimmt Mantis, sein Bruder, wohnt hier, Alter. Alter, hast du es gesehen da hinten? Was, wo? Irgend so ein Wurzelding, wo explodiert ist. Ne, hab ich nicht gesehen. Na gut, dann müssen wir beim nächsten Mal hier weitermachen. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Ach, du bist da oben drauf irgendwie, ne? Ja. Hast du noch einen Dandel? Ja, wir haben noch einen Dandel. Kommt man aber ohne Dandel hoch? Weiß ich nicht. Also ich bin jetzt auf dem Schraubendreher wieder und gehe jetzt Richtung Schublade. Naja, hier geht's ja nochmal aufs... Oh, nee. Jetzt bin ich wieder unten. Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Müssen wir mal bei Tag gucken. Man sieht halt aus jetzt nicht so gut. Ja. Oh, so, Freunde, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Lasst uns eine dandelhafte Dandelbewertung da. Nicht zu sehr dran fassen. Außer bis zum nächsten Dondel. Alter, was ist denn da unten? Irgendwelche Fußabdrücke und alles. Ey, da geht's doch richtig ab, ne? Ja. Pinienzapfen. Ich hab Pinien gefunden, Alter. Ja, mitnehmen, alles mitnehmen. Ich hab einen Zapfen, aber ich habe keinen Hammer dabei, glaube ich. Nee, ich meine, Werkzeuge sind alle liegen gelassen irgendwo. Ich habe richtig schön dick Schrott in der Hose. Ja. Gut, Freunde, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.